Ja, okay. Nein, das ist auch okay. Sind wir noch Platz? Ja, ich glaube, der Stachel ist der Runde. So, ich glaube, wir sind die Ersten, die jetzt hier ein bisschen barcamp-mäßig in die erste Session einsteigen. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Ralf Ressler. Ich bin der Geschäftsführer der Gesellschafter von WEDA. Ich bin gleichzeitig Initiativen Personal. Und wir sind heute Trackpartner Next HR. Und das freut mich ganz besonders, weil wir beschäftigen uns mit den HR-Themen eigentlich rund um die Uhr. Ich habe vor kurzem noch wieder einen Artikel gelesen in Harvard Business. Da stand also die Überschrift Why we love to hate HR. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich froh, dass wir so ein bisschen über diese Phase gefühlt hinaus sind. Also dieses HR-Bashing, wo wir die Rolle in Frage stellen und sagen, warum die ganzen HR da nicht mehr. Ich glaube, wir sind darüber hinaus. Und wenn ich so die Themen sehe, die wir heute in diesem Track haben, dann sind das gefühlt alles Themen, die sich einfach mit dieser Zukunftsfrage auseinandersetzen. Wofür brauchen wir eigentlich HR, in welcher Organisationsform, in welcher Rolle? Und damit will ich eigentlich auch schon überleiten zu Ihnen. Und vielen Dank. Die Technik haben wir inzwischen in den Griff bekommen. Dr. Glaub, Herr Büttner. Jawohl, danke. Ich glaube, Sie improvisieren sich einfach selber. Oder das war aber ganz klar. Ja, ich glaube, ja. Ja, herzlich willkommen. Auch von unserer Seite freut uns, dass Sie sich für NextHR entschieden haben. Wer sind wir? Mein Name ist Heiko Kupfer. Ich bin Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor von der DB Vertriebs GmbH. Ja, ich leite das Personal dort in der Zentrale, in der Personal- und Führungskräfteentwicklung. Genau, vielleicht nur ein Satz, keine Sorge, wir haben da keine Charts zu dabei. Was ist eigentlich die Vertriebs GmbH? Wir sind innerhalb der Deutschen Bahn diejenigen, die den Vertrieb für den Personenverkehr organisieren. Wir verkaufen Tickets zu einem Gesamtwert von etwa 8 Milliarden per anno, machen das mit 6.000 Mitarbeitern in den bekannten Kanälen, online, mobile, das ist unser stärkster, über Automaten hin zu den Reisezentren, die Sie vielleicht aus den Bahnhöfen haben. Wir wollen den Vortrag in zwei Teile einteilen. Im ersten Teil geht mal kurz erläutern, warum wir überhaupt als HR vom Vertrieb die Themen Arbeitswelten 4.0, Digitalisierung, agiles Arbeiten vorantreiben und dann im zweiten Teil, wie wir das denn tun bei uns. Ja, und im Endeffekt können wir jetzt direkt mal ins Warum einsteigen. Warum beschäftigt sich überhaupt der Vertrieb mit diesem ganzen Thema? Vieles davon kennen Sie vielleicht, deswegen machen wir es auch relativ kurz. Auch bei uns hat es angefangen, wenn man ganz ehrlich ist, mit einer Silicon Valley-Reise von einigen Leuten, nicht nur aus dem Top-Management, sondern wo man glaubt, die hätten irgendwie was mit Business zu tun und müssen irgendwie auch mal eine Ableitung austreffen und sind mit der ganzen Reihe von Eindrücken zurückgekommen. Autonomes Fahren, das kennen Sie irgendwie mittlerweile alle. Jeder hat schon mal dieses süße Video von Google gesehen. Mittlerweile sind die rund 2,5 Millionen Kilometer auf öffentlichen Straßen gefahren. Ohne Lenkrad, ohne Gangschaltung, alles nur gesteuert über Sprache. Aber wir müssen gar nicht so weit gucken, weil Kollegen von mir, die sind neulich erst vom BMW, vom Stammhaus in München, zum Münchner Flughafen, ins Parkhaus, in die Parklücke reingefahren, ohne dass auch nur einmal das Lenkrad angepackt hätte. Sie können sich vorstellen, was das für eine Deutsche Bahn bedeutet. Also da wird uns sozusagen unser USP geklaut, nämlich dass die Reisezeit den Fahrgästen gehört. Ja, viele fahren deswegen mit dem Auto, weil sie irgendwie, sie müssen sich konzentrieren auf den Verkehr. Das ist für uns ein Thema, mit dem wir uns intensiv beschäftigen müssen, weil unser Geschäftsmodell in Gefahr ist. Ähnlich ist es mit dem Thema Sharing Economy. Wer kennt Uber, wer kennt Airbnb, wer kennt BlaBlaCar, die meisten mittlerweile. So, und wir könnten sagen, leider, aber so ist das dabei. Da kommen neue Geschäftsmodelle
wo es eben einfach darum geht, weniger zu besitzen, mehr zu teilen auf dem Markt. Und auch da haben wir sozusagen als Deutsche Bahn durchaus ein Thema mit. Warum? Teilweise machen wir das selbst mit unserer eigenen Geschäftsmodell, aber teilweise haben wir eben auch davon profitiert, dass früher nicht klar war, mit wem fahre ich da eigentlich, was ist das für ein Typ, was ist das für ein Mensch, was ist das für ein Auto, was ist der Gefährt, traue ich mich damit zu fahren oder nicht. Das ist heute über die Digitalisierung alles kein Problem. Sie wissen alles über die Leute und wissen, geht das oder geht das nicht. Also auch da ist sozusagen ein Stück, was uns wirklich in unserem Geschäftsmodell bedroht. Ein anderes Thema, Cisco Telepräsenz, früher bekannt, glaube ich, unter Cisco Shoulder to Shoulder. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist im Grunde Videoconferencing 4.0. Sie kennen Raumschiff Enterprise, Holodeck, das ist Cisco. Produzieren mittlerweile, noch nicht in Serie, aber wir haben uns das schon angeschaut, Modelle, wo sie, wenn sie Videoconferencing machen, der eine in München, der andere in Hongkong und Shanghai und sonst wo sitzt und als Hologramm zugeschaltet ist. Das fühlt sich an, als sitzen sie im gleichen Raum. Sie arbeiten alle am gleichen Whiteboard, digitalisieren sofort, was passiert ist. Dass das irgendwie Einfluss auf unser Geschäftsmodell, Geschäftsreisen hat, und nicht nur bei uns, sondern auch natürlich bei den Airlines, das können Sie sich vorstellen. Oben Thema 3D-Druck. Adidas hat angekündigt, in den ersten Stores in diesem Jahr 3D-Drucker aufzustellen, wo Sie die Möglichkeit haben, Ihre Schuhe selbst zu drucken, individuell Ihr Modell angepasst. Airbus, die mittlerweile sehr stark bei ihrer Produktion auf 3D-Druck vor Ort umsteigen, viel schneller, leichtere Bauteile, 70%, bis zu 70% günstiger. Das heißt, wenn man das jetzt mal weiterspinnt und überlegt, 3D-Druck, Einstieg in Massenproduktion, das große Auswirkungen auf Warenströme, die wir dann eben nicht mehr haben, wenn vor Ort produziert wird. Die Bahn, wir haben eine große Logistiksparte, hat natürlich auch Auswirkungen auf uns. Startup-Generation, disruptive Innovationen, sehr, sehr viele Startups in den letzten Jahren, vor allem im digitalen Bereich, die dann auch oft disruptive Innovationen mit sich gebracht haben. Beispiel Airbnb, die Hotelbranche auch angreifen, oder Uber dann zum Beispiel, eine Taxibranche oder auch Teile von uns angreifen. Es gibt eine Liste vom Forbes Magazin, die jedes Jahr erneuert wird, mit den 1000 größten Firmen der USA. Und in den letzten 10 Jahren sind über 50% der Firmen von dieser Liste vom Markt verschwunden, also weg. Das heißt, nicht schnell genug gewesen, nicht innovativ genug gewesen. Und zum letzten, ich sage es mal, Begriffskomplex, da können wir sicher 2 Tage jetzt gemeinsam diskutieren. Vielleicht nochmal 2 Beispiele, wie das uns betrifft als Bahn, aber sicherlich auch Sie betrifft, Arbeitswelt betrifft. Wir haben eine Zusammenarbeit, eine enge mit Blue Yonder, das ist eine Big Data Firma aus Baden-Württemberg. Da hat uns letztens einer der Chefs sehr, sehr klar deutlich gemacht, dass 99% aller Managemententscheidungen in der Zukunft nicht mehr von uns getroffen werden als Manager, sondern qualitativ besser und schneller von künstlicher Intelligenz, also sagen wir IBM Watson Next Generation ungefähr. Für uns bleiben die strategischen Entscheidungen, die kreativen Entscheidungen, aber die eher Low-Level nicht mehr unsere Entscheidungen. Und viele von Ihnen kennen wahrscheinlich auch die Studie von Osborne und Frey von der Oxford University, die ja auch vorgerechnet haben, dass zukünftig 50% aller aktuellen Berufsbilder nicht mehr existieren. Letztens hat ein junger Kollege von uns ganz treffend, finde ich, vielleicht provokant gesagt, naja, es wird irgendwann mal in Zukunft nur noch 3 Arten Mitarbeiter geben. Die, die die Maschinen steuern, die, die von den Maschinen gesteuert werden und die, die durch die Maschinen ersetzt werden. Und diese Entwicklung, die wir jetzt gerade mal dargestellt haben, eigentlich auch nur beispielsweise rausgegriffen, die uns vor allem auch berühren. Und das, was wir jetzt gerade erleben, geopolitische Veränderungen, sei es Flüchtlingskrise, Demografieveränderungen, führt dazu, dass wir in der VUCA-Welt aktuell angekommen sind. Für Sie wahrscheinlich auch nicht neu, daher nur kurz, Volatilität, alles im ständigen Fluss, Unsicherheit, wir wissen nicht, wie sich Dinge entwickeln werden, das heißt die Planbarkeit nimmt ständig ab, Komplexität, wir haben ein sehr kompliziertes System mit vielen Faktoren und die gewinnen auch immer stärker an Eigendynamik, das heißt wir kriegen eine Komplexität in unsere Systeme und Organisationen. Das führt dann auch zu einer Ambiguität von Fakten. Also es ist nicht mehr einfach vorherzusagen, nach A folgt B, dann folgt C,
sondern es kann auch gut sein, A voll C, D oder irgendwas, was wir noch gar nicht kennen. Und für uns hat sich die Frage gestellt, wenn wir diese Welt nehmen, diese dynamische, für uns auch sehr volatile Welt, haben wir eine Chance, auf diese Welt zu reagieren? Was brauchen wir denn, um in einer solchen VUCA-Welt erfolgreich zu sein? Für uns ist das Schlüsselwort vielleicht gar nicht agil, aber vor allen Dingen, dass wir unsere Organisation, und da kommt auch der Link zu HR, auch als HR darauf vorbereiten müssen, was eins sicher ist, nämlich dass nichts sicher ist. Also dass einfach ungewiss ist, was passiert. Und wenn wir darüber reden, was dann vielleicht doch in einer VUCA-Welt eine Konstante ist, dann ist es am allerersten, und das wird sicherlich so bleiben, dass wir eine radikale Kundenorientierung und Kundenzentrierung brauchen. Also das wird sicherlich darüber entscheiden, ob eine Organisation, ob eine Unternehmung am Ende erfolgreich wird. Ich glaube nicht, dass es so ist, wie Trucker sagt, dass wir irgendwie Kunden kreieren müssen. Der Kunde ist schon da. Das ist viel mehr Pull und viel weniger Push. Und darauf muss sich die Organisation ausrichten. Da tun sich vielleicht kleine Unternehmen einigermaßen leicht und haben das vielleicht auch schon hier und da. Großes Unternehmen, große Konzerne tun sich da vor allen Dingen in ihren Subeinheiten, glaube ich, nicht ganz so leicht. Zweites Thema, die Organisation muss anpassungsfähig sein. Völlig klar, wenn ich habe keine Zeit, ständig über Reorganisation im Unternehmen zu reden. Wer das gemacht hat, weiß es. Wir haben gerade die letzte hinter uns. Das dauert mindestens mal ein Dreivierteljahr mit den ganzen Arbeitnehmervertretungen, bis die Menschen irgendwie an Bord haben, bis sie da irgendwie weiterkommen. Und dann leben sie noch nicht, dann haben sie die neue Organisation auf dem Papier. Also wir brauchen Organisationen, die deutlich anpassungsfähiger sind, um dabei an Geschwindigkeit zu nehmen. Es muss schneller gehen, Entscheidungen müssen schneller gefällt werden und dafür braucht es auch eine andere Organisation. Innovationskraft, das haben wir jetzt ein paar Mal auch vorhin schon in der Diskussion gehört. Ja, man sagt logisch, aber wie innovativ sind wir wirklich? Also sind wir so innovativ, schaffen wir es, unsere Mitarbeiter, unsere Organisation, unsere Führungskräfte darauf einzustellen, dass sie sich immer wieder selbst in Frage stellen. Und so weit muss es gehen. Sonst machen es eben andere. Wir kennen diese ganzen Startups, die nichts anderes machen als Geschäftsmodelle brechen. Wenn wir es nicht selber in Frage stellen, andere für uns. Und das fassen wir sozusagen zusammen unter dem Begriff agile Organisation. Und agile Organisation, wie wir sie verstehen, folgt einigen Organisationsprinzipien. Flache Hierarchie, womöglich sogar hierarchiefrei, gedacht und gearbeitet in Netzwerken mit hohem Entscheidungsspielraum vor Ort. Entscheidungen müssen dort aus unserer Sicht getroffen werden, wo die Expertise sitzt und nicht, wo die Hierarchie sitzt. Das sagt sich so leicht, aber in einer tayloristischen Organisation, wie sie eigentlich meinem Kenntnisstand nach wie vor alle großen Unternehmen haben, fällt das extrem schwer durchzusetzen. Wir brauchen selbstgesteuertes Arbeiten in interdisziplinären Teams. Das hat zwei Aspekte. Interdisziplinär, ich komme einfach zu viel variantenreicheren Lösungen für meine Probleme, als wenn ich nur die Fachleute, also die vermeintlichen Fachleute dran setze. Und selbstgesteuert hat auch nochmal was mit schnellen Entscheidungen zu tun, aber auch was mit einer Arbeitsgeneration, die auf dem Markt ist, die es einfach nicht aushält, ständig bevormundet zu werden und Zeit zu bekommen, hey, du dies, du jenes, sondern die sich auch ein Stück weit selbst zu können. Das hat eine große Implikation auf Führung. Führung wird und muss sich total verändern, muss sich viel mehr als Wegbereiter, Unterstützer, als Schnittstellenmanager, als Problemlöser für solche interdisziplinären Teams verstehen, viel weniger als der oder diejenige, die am Ende die Entscheidung trifft. Das hat was mit Verantwortung zu tun, mit Vertrauen und Verantwortung geben, aber auch Verantwortung nehmen. Da sind wir davon überzeugt, dass wir das sozusagen auch als HR, weil es ein riesen Change-Prozess ist, unterstützen müssen. Und das ist uns irgendwie nicht alles in die Wiege gelegt. Also uns beiden jedenfalls nicht, unseren Mitarbeitern und Kollegen auch nicht. Wir müssen auch darüber reden, welche Instrumente, agile Methoden gibt es, die das vielleicht sogar kulturtragend unterstützen. Dann kurzer Exkurs, agile Methoden, damit Sie mal sehen, welche Prinzipien wir bei uns versuchen zu verankern. Die
ich sag mal, agilen Profis unter Ihnen vielleicht erkennen hier einen Scrum-Ablauf, Kanban-Wand, auf der anderen Seite Design-Thinking-Prozess. Was wichtig ist bei den meisten agilen Methoden, die haben bestimmte Grundprinzipien, die sie alle verfolgen. Und zwar absolut in einer agilen Organisation, bei einer agilen Methode steht immer der Kunde im Fokus. Das heißt, man entwickelt keinen Prozess, kein Produkt, kein Service, das nicht absolut dem Kunden einen Mehrwert bringt. Das ist der Fokus bei den Ganzen. Und wenn man ein neues Produkt jetzt beispielsweise entwickelt, dann wird es nicht so sein, dass man das irgendwo abgeschlossen im Labor entwickelt und dann, wenn es eine gewisse Marktreife hat, zum Testen bringt, sondern man geht iterativ vor. Das heißt, man versucht so schnell wie möglich von einer Idee in eine Form von Prototyp zu kommen. Und das ist nichts Teures, sondern das kann irgendwas aufgemalt sein, irgendwas aus Pappe, wo man an den Kunden herantreten kann, dem Kunden die Funktionalität des angedachten Produkts darstellen kann und fragen kann, ist es das für dich, ist es das nicht? Und man geht dann eben auch iterativ vor und sagt, naja, wenn es das nicht ist, was muss ich vielleicht verändern? Und dann zu schauen, ist es das jetzt oder ist es das auch nicht? Und das ist dann eins der Ziele, nämlich ganz schnell in einen Zustand zu kommen, wo man sagen kann, okay, dieses Produkt funktioniert vielleicht gar nicht, fail fast, möglichst schnell die Idee wieder wegzutun. Also nicht lange an irgendeiner Idee zu halten, die vielleicht für den Kunden am Schluss gar nicht den Mehrwert bringt. Der Kunde ist in diesem Teil auch immer einbezogen, also wichtig, den Kunden in diesen Prozess mit reinzunehmen. So, jetzt ist die Frage, wie kann HR, jetzt haben wir gesagt, was ist eine agile Organisation, wie wir es verstehen, jetzt haben wir uns natürlich die Frage gestellt, wie können wir als HR denn so eine agile Organisation und die Arbeitswelt, die wir auch annehmen, dass unser Bauch vorantreibt. Ein Diskurs zurück, warum auch brauchen wir das vorher alles irgendwie auch als HR? Also, ja klar, HR versteht sich gemeinhin irgendwie als Businesspartner. Da muss man immer mal hinterfragen, ist das wirklich so? Aber es ist extrem wichtig, bei allem, was wir tun, absolut vom Geschäft herzukommen. Wenn wir als HR nichts tun, was den Endkunden hilft, natürlich kann man diskutieren mittelbar über unsere irgendwie Kunden im Unternehmen, dann haben wir keine Daten. Ist für uns auch als HR dieser Vorspann extrem wichtig. Was tut sich gerade im Markt? Welche Probleme haben unsere Kollegen? Worauf sie sich einstellen? Und dass das irgendwie mit Veränderungen zu tun hat, glaube ich, ist irgendwie völlig klar. Deswegen verstehen wir uns als diejenigen, die Organisation entwickeln, die Kultur entwickeln, die Menschen unserer Organisation entwickeln. Genau auf das vorzubereiten, was kommt, nicht zu wissen, was kommt. Nicht auf was Konkretes, sondern auf die Ungewissheit letztlich vorzubereiten. Mit welchen Prinzipien machen wir das? Wir haben das gerade auch so, wir haben den ganzen Vertrieb neu, komplett neu gebaut, jetzt zum 1.1. live gegangen. Vielleicht noch nicht so radikal, wie sich das ein oder andere wünschen würde, aber beispielsweise, indem wir die Hierarchien verflacht haben. Wir haben eine Ebene komplett rausgenommen. Wir haben gesagt, okay, wir trauen uns nicht, komplett aus der Taylor'schen Organisation rauszugehen. Dafür ist die Organisation vielleicht nicht weit. Aber sie muss verstehen, dass wir schneller werden müssen. Und das geht nur, indem ich im Moment jedenfalls Hierarchie rausnehme. Hierarchie hemmt, deswegen haben wir eine Stufe rausgenommen. Wir haben auch nochmal, wie viele Stufen hatten wir? Wir hatten vier, jetzt haben wir drei. Also Führung, erste Ebene, zweite Ebene. Teilweise haben wir auch fünf, dann zwei sogar rausgenommen. Wie viele Leute? 6.000. Wir haben auch mit dem Business sehr intensiv über das Thema Customer Centricity diskutiert. Ja, wir haben auch ein Lab, wie so viele, aber vielleicht ein bisschen anders, weil wir das Lab nutzen als diejenigen, die uns einfach helfen, in eine neue Arbeitsweise reinzukommen, mit Methodenunterstützung. Und nicht diejenigen, die ausgegliedert haben, gesagt, 200 Leute rein, ihr macht das neue Sachen und danach prügeln wir es durch die Organisation, ob sie will oder nicht, sondern eher auch ein Stück weit mit als Kunde. Wir haben das auch in der Regelorganisation mit einem Bereich, den wir auch so nennen, Kundenerlebnis, abgebildet, um ganz klar zu machen, hey, das ist anders als vorher. Es geht nicht um Produktion und Prozesse, sondern die Customer Journey, die kommt am Anfang und da gibt es jemanden, der weiß, dass das funktioniert und das sind die, die den auf die Organisation geben. Wir haben auch wie sicherlich einigen, einen CDO-Bereich in die Geschäftsführung erhoben, einen eigenen Bereich Digital Business, um nach innen und nach außen mal deutlich zu machen, hey, da passiert gerade was. Das geht nicht mit unseren normalen Mechanismen, unserer Organisation so weiter. Das müssen wir auch irgendwie ganz deutlich machen.
wo jetzt wieder in Richtung mehr, auch nochmal Richtung HR nochmal deutlich kommt, ist, wir sind auch weggegangen, versuchen immer mehr wegzugehen, Stellen auszuschreiben. Und zu sagen, hier das und das muss der Stelleninhaber haben, und dann machen wir eine Ausschreibung, dann passt er darauf. Sondern wir gehen hin zu Rollen, aus zwei Gründen. Das eine ist, wir sprechen ein ganz anderes Publikum an plötzlich. Übrigens auch im Unternehmen. Wir sind viel flexibler hinterher, was den Tausch von Menschen sozusagen in verschiedenen Organisationen anbelangt. Wir brechen es eben nicht so weit runter, dass noch sozusagen die 17. Kompetenz irgendwie erfüllt sein muss und wundern uns dann, dass wir sowas eigentlich nur intern entwickeln können und es übrigens 5 Jahre braucht. Das Zweite ist, da wo wir dann noch weiter auf Stellenbeschreibung setzen müssen, ergänzen wir die Profile um agile Anforderungen. Beispielsweise schreiben wir mittlerweile rein, dass insbesondere Führungskräfte verpflichtet sind, sich externe Impulse zu holen, um aktiv in die Firma zu treiben. Weil dass sie rausgehen müssen, hospitieren müssen außerhalb der Firma. Dass sie verpflichtet sind, ihre Leute sozusagen daran teilhaben zu lassen, damit das, was in Konzernen, jedenfalls bei uns, viel zu häufig passiert, sozusagen ich bin hier in meinem Kamin, ich entwickle mich da weiter, habe da meine Schnittstellen und Ende, dass das ein Stück weit durchbrochen wird. Darf ich kurz fragen? Klar. Was ist denn zwischen einer Stelle und einer Rolle? Also ich habe eine Idee, aber vielleicht so. Also gehen wir mal in den Bereich IT. Wir sind ja vielfach bei der Vertrieb auch eine IT-Bude. Alles, was wir machen, hat mit IT zu tun. Eine Rolle wäre ein Business Analyst. Und eine Stelle wäre ein Business Analyst mit den und den Qualifikationen in den und den Bereich, keine Ahnung, im Online-Vertrieb eingesetzt. So versteht ihr den Unterschied. Also eine Rolle ist viel weiter offen, also mal übergreifender. Generisch. Bitte? Generisch. Genau. Weil die Rolle hat schon Anforderungen. Also ja, natürlich. Anforderungsprofil. Ja, natürlich. Aber eben, aber also viel allgemeiner gehalten. Ja? Natürlich müssen, wenn Sie bei uns einen Business Analysten tatsächlich bei dem Beispiel einsetzen wollten in einem IT-Bereich, dann hätten wir das vorher so formuliert, ich weiß gar nicht, ob wir Business Analyst geschrieben hätten, damit geht es mal los, sondern wir hätten irgendwas geschrieben, Fachreferent hast du nicht gesehen, mit den und den Qualifikationen, der in dem bestimmten IT-Bereich mit dem System umgehen muss und so weiter und so fort. Das machen wir nicht mehr. Und mit den Rollen werden wir da doch auch flexibler. Oder, also die Leute sind stärker woanders auch einsetzbar und verstehen sich auch als, okay, an mich ist eine Anforderung gesetzt, ich bin Business Analyst und nicht nur Experte in diesem kleinen Thema, sondern ich bin Business Analyst und kann auch woanders arbeiten. Okay, gehen wir auf das Thema Personalentwicklung, Kulturentwicklung, würde ich gerne gemeinsam betrachten. Was haben wir gesagt, okay, wie wollen wir aus HR-Sicht das treiben, um eben auch in eine agilere Organisationsform einzukommen. Die erste Überlegung war, naja, wenn wir agil arbeiten wollen in einer solchen Organisation, was brauchen wir eigentlich für Menschen? Was für Kompetenzen benötigen die Mitarbeiter und Führungskräfte bei uns, wenn wir agiler arbeiten wollen? Und wir haben, vielleicht nochmal ganz vorab, wir haben gesagt, ja, Kompetenzen steht am Anfang, aber eigentlich müssen wir die komplette Wertschöpfungskette Personal uns betrachten und wirklich Schritt für Schritt durchgehen. Am Anfang stehen die agilen Kompetenzen und wir sind mit unserem Fachbereich zusammen hier in die Entwicklung gegangen und in die Definition der Kompetenzen und auch mit den, ich sag's mal, agilen Experten, die wir zum Beispiel auch im Online-Bereich schon an Bord haben. War uns wichtig, weil wir aus HR bei den ganzen Themen nicht sagen wollen, wir wissen übrigens, wie es geht, sondern wir wollen es gemeinsam mit unseren, ich sage jetzt mal, internen Kunden, Geschäftspartnern entwickeln, um auch ein Commitment zu den Themen haben und um eben auch, und das sind die agilen Prinzipien, zu merken, wenn unsere HR-Ideen vielleicht gar nicht die sind, die dort benötigt werden. Und ein kleiner Ausschnitt aus diesen Kompetenzen oder wie wir definiert haben, was denn so, wir nennen es jetzt mal Agile People an Kompetenzen mitbringen müssen. Ein Entrepreneurial Spirit müssen eigentlich eigene Unternehmer sein. Sie müssen Inspiration reinbringen und auch Innovatoren sein, Dinge neu zu tun und anders zu tun. Sie müssen für den Kunden brennen. Also jemand, der agil denkt und handelt, hat den Kunden immer im Fokus. Und so unsere ganz agilen im Lab gehen so weit, dass sie sagen, mein komplettes Handeln analysiere ich immer, das, was ich gerade tue, bringt das was für den Endkunden oder nicht? Und wenn nicht, dann lasse ich das.
Es müssen Teamplayer sein, wie Heike vorhin gemeint hat, viel stärkere Arbeit in selbstgesteuerten, interdisziplinären Teams. Das heißt, Leute, die sich auch mal zurücknehmen können müssen. Daher brauchen sie auch eine hohe Selbstreflexionsfähigkeit. Das heißt, es muss den Leuten klar sein, den Mitarbeitern, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Wann bringe ich mich ins Team ein, wann nehme ich mich bewusst zurück, weil ich eigentlich fürs Ziel gar nichts beitragen kann. Eine hohe Eigenverantwortung für die Mitarbeiter in selbstgesteuerten Teams. Und das sind Leute eigentlich in einer agilen Organisation, die auch so eine gewisse Veränderung brauchen und nicht Stabilität brauchen. Das ist jetzt mal so ein Ausschnitt aus den Themen. Die nächste Frage, nachdem wir jetzt festgelegt hatten, okay, was brauchen, was für Kompetenzen brauchen die Leute? Ja, wo finden wir denn die? Wir haben jetzt 6.000 Leute an Bord. Das kommst du jetzt gleich nachher nochmal dazu, zu dem Part, wie wir die aktivieren. Aber wir haben gesagt, wir müssen auch jetzt wirklich mal so Leute reinholen, bewusst. Die erste Frage, wo sind die? Wie sprechen wir die an? Und danach, wie wählen wir die aus? Wir sind hier den Weg gegangen, eben auch mit unseren Experten, auch vom Lab, die in der agilen Community stark vernetzt sind, und haben unsere Ausschreibungstexte mal ganz anders formuliert. Das sind Deutsche Bahn, können Sie sich vorstellen, schreibt normal mit Sie zum Beispiel aus. Wir sprechen die potenziellen Bewerber mit Sie. Außer bei Azubis, da haben wir das gut. Und wir sind hier jetzt auch rübergegangen und haben auch Ingenieure mit Du angesprochen, bewusst mal zu testen. Und auch mit so, ich sag mal, inspirierenderen Formulierungen wie: Hast du Lust, zu uns zu kommen und unsere Organisation mit auf den Weg in eine agile Zukunft zu treiben? So in die Richtung jetzt mal zum Beispiel. Und das hat tatsächlich funktioniert. Wir haben sehr, sehr viele Bewerbungen bekommen, erstaunlich viele, hätten wir nicht gerechnet. Und sind dann eben in den nächsten Schritt gegangen und haben gesagt, na gut, wenn wir jetzt die auswählen, können wir das auch nicht mit unserem herkömmlichen Auswahlverfahren ACs machen, wie wir es bisher kennen, oder Interviews, wir brauchen auch agile Auswahlverfahren. Wir haben zusammen mit einer Beratung, das ist auch immer wichtig gerade für uns, weil wir eben auch nicht die agilen Natives sind. Wir müssen auch schauen, wo wir uns dann die Expertise reinholen, und mit einer Beratung ein Auswahlverfahren entwickelt, wo wir ganz anders rangehen. Es geht auch um Tag. Es waren 12 Bewerber, ich erkläre es Ihnen mal ganz kurz zusammengefasst. Die mussten zuerst jeder für sich eine Idee entwickeln des Bahnwagens der Zukunft. Haben die uns präsentiert und wir konnten schon mal schauen, okay, wie innovativ, wie kreativ sind die, wie lösen die sich auch von aktuellen Themen, vor allem wie kundenzentriert ist deren Idee. Haben danach 2 Gruppen gebildet und diese Gruppen, A6 Leute, waren dann den ganzen Tag zusammen und mussten sich zuerst auf eine Idee einigen und haben dann in einem selbstgesteuerten Team praktisch einen Prototyp entwickelt. Den haben sie uns vorgestellt, wir haben Kunden gespielt und haben den erstmal komplett zerpflückt, um zu schauen, wie eben die Kandidaten mit negativen Kundenfeedback umgehen können und ob sie auch eine Idee, Fail Fast, das Thema, mal komplett aufgeben können, wenn der Kunde sagt, das ist es nicht. Und so war der ganze Tag eben so ein Entwicklungsprozess, wo wir die Leute die ganze Zeit beobachtet haben. Am Schluss gab es noch einen Selbstreflexionspart, wo sich jeder selbst einschätzen musste, der Bewerber, und auch sagen musste, mit wem würde ich denn gerne im Team arbeiten von meinen Leuten, die hier waren. Der Vorteil ist, im Vergleich zum AC, Gruppendiskussion, ein Ausschnitt, 15 Minuten, oft dominieren auch die so ein bisschen Redeanteil. Hier haben wir Leute eingestellt in diesem Auswahltag, die waren sehr ruhig, die wären nicht aufgefallen im AC. Aber die haben sich immer dann eingebracht, wenn sie der Gruppe wirklich was gebracht haben und zum Endziel was beitragen konnten. Und die Leute wurden, es war dann eben auch spannend, in diesen Selbstreflexionsparts von ihren Kollegen auch immer benannt, als den hätte ich gerne in meiner Gruppe. Und so kamen wir am Schluss zu einer Auswahl von Mitarbeitern, die wir, ich glaube, sonst nicht gefunden haben, die im agilen Kontext aber dort ganz gut arbeiten. Jetzt ist die nächste Frage natürlich, jetzt haben wir die agilen Leute ausgewählt, jetzt müssen wir sie irgendwie integrieren in eine Welt, die vielleicht noch nicht so agil ist. Und es gibt auch einen Clash, es gibt auch wegen einen Clash, und da sind wir auch gerade dran, das ist für uns so die nächste große Aufgabe, wie machen wir das. Wir haben den ersten Schritt getan, indem wir in diesen agilen Auswahltag schon zukünftige Kollegen mit reingenommen haben. Nicht als Beobachter oder Bewerber, sondern die haben in diesen Gruppen mit den Bewerbern zusammen an den Prototypen gearbeitet. Es war auch klar, die laufen außer Konkurrenz, und es war auch offen transparent, es werden Kollegen sein. Einfach um schon mal so diese Nähe irgendwie zu schaffen. So, das war jetzt mal ein Einblick in, wie wir Leute reinholen wollen. Jetzt haben wir aber 6.000 Leute an Bord. Genau, das ist natürlich das Thema, ja. Also, was mache ich eigentlich mit den restlichen 6.000 irgendwie? Kann ich jetzt alle nicht mehr brauchen?
Ich glaube, eins ist immer ganz klar, was man insbesondere der kompletten Organisation und auch Führungskräften immer wieder klar machen muss. Es gibt da kein Schwarz oder Weiß. Also ich brauche auch die komplette Facette, die ich in meinem Unternehmen habe. Also ich werde auch immer nicht nur agile Menschen brauchen, sondern ich habe auch immer wieder Phasen in meinem Unternehmen oder vielleicht auch Bereiche und Abteilungen in meinem Unternehmen, wo ich mit einer hohen Stabilität arbeiten muss, wo es tatsächlich darum geht, irgendwie effizient zu arbeiten, nicht innovativ zu arbeiten. Also ich glaube, das ist klar, das ist irgendwie der Organisation immer wieder klar zu machen, dass das ein wichtiger Bestandteil ist. Es gibt nicht schwarz oder weiß, es gibt viel Grau dazwischen. Vor allen Dingen ist es wichtig, dass ich das mache. Trotzdem muss ich natürlich gucken, wie führe ich eigentlich auch Mitarbeiter, die da sind, die vielleicht schon wollen, aber noch nicht können, irgendwie Blut geleckt haben. Wie führe ich die eigentlich da? Wir machen das, ich habe ja mal drei Beispiele mitgebracht, wie wir das versuchen aktuell. Wahrscheinlich kennt der ein oder andere das Startup Bootcamp, was von vielen Firmen finanziert wird, wo Startups die Möglichkeit haben, sich eine gewisse Zeit sozusagen mit Coach zu bewegen und dann irgendwie ein Produkt zu entwickeln und gegebenenfalls ein Restaurant zu finden. Da haben wir uns dann beteiligt, das heißt, unsere Mitarbeiter einen schönen Impact. Wir können nämlich etliche dorthin schicken und können sagen, ihr könnt eine Zeit lang mit diesen Startups mitarbeiten. Ihr könnt Dinge dort lernen, ihr könnt eure Erfahrungen selber mit einbringen, könnt selber Produkte bauen und mit diesen Erfahrungen, die dort gearbeitet werden, kommt ihr wieder zurück, diskutiert das dort und legt das mit rein. Ähnliches Thema Startup Safari, das ist auch ein Format, das wir aufgelegt haben. Wir kooperieren mit riesigen Startups in Deutschland, wo wir dann den Mitarbeiter dann auch direkt eine Woche oder zwei oder auch mal drei hinschicken. Und da gibt es auch wunderschöne Erfahrungen, wo man auch gegenseitig profitiert wird. Es ist nicht nur One-Way. Viele dieser Startups, die suchen auch immer wieder mal ein Stück nach Struktur. Man kann sich vorstellen, dass wir da irgendwie Erfahrungen haben. Und da freuen sich natürlich auch unsere Leute, dass sie da auch, ne, also nicht nur diejenigen sind, die ständig lernen müssen, wenn die Welt so neu funktioniert, sondern auch einen Beitrag zu leisten kann. Und gleiches wieder mit zurückbringen. Bei uns gibt es auch sowas wie agilen Frühsport, nicht jeden Tag, aber das Lab, das ist bei uns in der Nähe des Hauptbahnhofs, im Rotlichtviertel in Frankfurt untergebracht. Da ist morgens Gott sei Dank noch nicht so viel los, aber es hat vor allen Dingen Vorteil, es ist fußläufig auch zur Arbeit von vielen von uns. Da kann man mal kurz vorbei gehen, bevor es so richtig losgeht, haben die Kollegen dann die ein oder andere Idee und vermitteln Methoden, die ich im Grunde schon am gleichen Tag irgendwie bei einer Arbeit einsetzen kann, die ich maturieren kann, die mit den Kollegen über das Projekt. Das und einige andere Impulse mehr. Also im Moment sind wir noch auf dem Bereich Impulse zu setzen. Das machen wir, um sozusagen die 6.000, die wir schon an Bord haben, über das sich gegenseitig inspirieren, näher an diese Themen zu bringen. Gerne. Kommt das bei den Mitarbeitern an? Also weil der will vielleicht auch agil sein oder ist es gar nicht? Ja? Und passt überhaupt gar nicht zu seinem Mitarbeitern? Also genauso wie Sie sagen, nicht jeder ist so. Es ist ganz unterschiedlich. Meistens, wenn wir anfangen, damit davon zu erzählen und ich hoffe, es kommt ein bisschen rüber, dass da irgendwie auch bei uns mittlerweile ein bisschen viel Leidenschaft dabei ist. Dann geht das erstmal ganz gut. Wollen wir unbedingt, dann kommt so ein bisschen eine Ernüchterungsphase, können wir das eigentlich und will ich das überhaupt? So, und wir versuchen allem seinen Raum zu geben, um den Leuten zu erklären, dass es eben nicht schwarz oder weiß ist. Wir brauchen nicht mehr entscheiden. Aber wir versuchen schon zu erklären, dass ich irgendwie ein paar Dinge muss irgendwie schon die Organisation irgendwie mehr zeigen. Schneller vernetzen. Würde ich fast vorschlagen, dann 5 Minuten haben wir, überspringen mal so ein paar Sachen. Neues Führen überspringen wir mal. Was haben wir hier noch? Finanzieren, fördern. Ja, vielleicht nur ein Wort, dass wir uns auch auf die Kappe geschrieben haben, nicht nur Agilität zu fordern, sondern auch Digitalisierung. Wir haben jetzt eine Azubi-Klasse zum Beispiel als Pilot, die haben gar nichts mehr mit Papier. Weder Bücher, Berichtsheft, kommunizieren über Foren und. Nur mal als kleines Beispiel. Eine Frage, wenn wir das Thema Führen jetzt überspringen. Ja. Das richtet sich jetzt primär aber an die Mitarbeiter oder wie an differenzieren die jetzt zwischen Führungskräften und Mitarbeitern? Also, ein Satz vielleicht dazu. Wenn wir sagen, Mitarbeiter mehr selbstgesteuert zu arbeiten, in selbstgesteuerten Teams,
dann heißt das Führung rausnehmen aus den fachlichen Entscheiden und mehr rein in die Rolle als Coach, als Enabler, Rahmenbedingungen setzen, damit die Teams so arbeiten können, Reflexion von Prozessen, aber nicht mehr entscheiden und auch nicht mehr sagen, du musst, sondern Coach. Die größere Veränderung ist bei den Führungskräften. Ja, absolut. Das ist wahr. Okay. Ich würde einfach interessieren, nur ganz kurz zu meinem Hintergrund, Preiswaterhofer ist sehr, sehr dienstleistungsorientiert. Wir wissen, dass wir in der Fuka-Welt, die auch im Leadership immer noch einen Prozess haben, überhaupt gar nicht mehr in der Lage sind, ohne gemischte Teams zu arbeiten, mit Problemen gemischte Teams zu arbeiten. Ja. Wir sind sehr rechnungswesen, betriebswirtschaftlich orientiert, das ist unser Entwicklungspfad. Wir wissen, wir haben jetzt Kunden gekauft, ist vielleicht auch eine Delta Company, in der wir uns jetzt die Frage stellen, wie wir diese ganzen Mietprofile und gemischten Teams zusammenbringen. Ich finde sehr bemerkenswert in Ihrem Online-Prozess, indem Sie ja die Ingenieure dann so challengen, wie können wir Kritik umgehen. Was tun Sie danach im Sinne von Kulturentwicklung, im Sinne fast von Post-Merger-Integration, wie in den gemischten Teams dann zusammengearbeitet werden, dass nicht dort die Funktion wieder auftreten, die letztlich die unterschiedlichen Herkünfte der Mitarbeiter mit sich bringen, sodass es da zum Clash kommt. Das ist gerade das Erlebnis, was wir gerade haben. Okay. Spannend. Da sind wir gerade auch dran. Also ein wesentlicher Punkt ist, wir etablieren bei uns jetzt 100 Multiplikatoren, Agile Coaches, wirklich Coaches, die mit in die Teams reingehen und mit reflektieren und es wirklich als Coach steuern. Bei allen agilen Methoden, wenn Sie sich da mal anschauen, ist eines fast immer gleich. Es gibt immer jemanden in diesen Teams, der darauf achtet, dass die Methode sauber durchgeführt wird. Das ist ja nicht irgendwie Chaos, sondern das ist ja total straight. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und am Anfang ist es, glaube ich, wichtig, dass es keiner aus der Organisation ist. Also das können Sie später dann mit den eigenen Leuten machen. Aber das heißt ja externe Coaches. Erstmal ja, aber wir bilden die intern aus. Ja. Am besten springst du auf den letzten. Wir haben von 100 Coaches gesprochen. Ja. Das ist alles externe. Nein. Die bilden wir intern aus. Wir holen erstmal externe Unterstützung, um die intern zu qualifizieren. Vielleicht auch nochmal, nur ganz noch 2 Minuten, was machen wir auch selber irgendwie, ja, als HR, weil wir sagen natürlich, hey, wir wollen das treiben, das kannst du am besten, wenn du das selber aufmachst, und sozusagen authentisch besser. Wir brauchen andere Arbeitsumgebung, auch als HR. Das ist was übrigens, was nicht wir irgendwie entwickelt haben, sondern unsere Mitarbeiter. Die haben gesagt, wir wollen nicht mehr arbeiten wie bisher. Und die waren in Startups, sie kommen zurück, die sagen, hey, das geht so nicht mehr in unseren Büros. Wir haben Bürokonzept zum Beispiel entwickelt, Form von als Function. Das heißt, nicht Großraum, nicht Open Space, das ist in einem alten Bürogebäute, wir haben gar nicht gedacht, dass das geht, das ging auch. Die haben sich Arbeitsbereiche geschaffen, wo sie treffen, wo sie sich vernetzen. Das Wohnzimmer nennen die das. Die haben sich Arbeitsbereiche geschaffen, wo sie sich im Meeting rumsehen. Sie haben ganz kleine Stellenarbeit. So langsam. Und so weiter und so fort. Es kommen zwei. Ein letztes Thema. Was bedeutet das für uns? Wir machen uns gerade aktuell auf den Weg, eine hierarchiefreie HR-Organisation zu schaffen im Vertrieb. Was verstehen wir darunter? Also, es wird für uns eng sozusagen als Führungskräfte. Was verstehen wir darunter? Wir wollen auch im HR-Bereich für unsere Kunden Teams haben, die selbstgesteuert und interdisziplinär sind. Also nicht die Personalbetreuer, die Entwickler, die Arbeitsrechtler und so weiter, sondern interdisziplinär. Wir wollen ganz anders entscheiden. Wahrscheinlich werden wir das Konsentprinzip wählen. Also nicht ich entscheide oder er entscheidet, sondern der Mitarbeiter entscheidet. Ja, bin dafür, bin dagegen, trag's mit, bin dagegen, hab gewichtige Argumente. Dann nochmal und dann ist entschieden für alle. Also deutlich partizipativer. Ich wollte fragen, wie wollen Sie unangenehme Entscheidungen, meinetwegen Restrukturierung, Verkleinerung, wie kriegen Sie das hin? Dass die Leute sagen, ich will es nicht. Ich weiß es nicht. Also wir reden hier über Grundprinzipien, ja? Aber zum Beispiel über Restrukturierung. Wenn Sie Leute haben, auch HRler haben, die sich vom Kunden kommen, über das Geschäft Gedanken machen. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt. Da gibt es keine Möglichkeit mehr. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wir haben neulich, also Betriebsrat, ist ein ganz schwieriges Thema in diesem Zusammenhang. Wenn Sie das, was das Geschäft anbelegt, den Betriebsrat total offen legen und sagen, so ist die Situation. Wir müssen irgendwie, wenn wir die Ausschreibung gewinnen wollen, wir stehen im Wettbewerb, Teile unseres Geschäfts werden ausgeschrieben. Müssen wir das, das und das machen, glauben wir. Wenn der Betriebsrat das irgendwie
sieht, dann kann er nicht sagen, ich will aber nicht, weil ich muss mehr wissen. Sondern dann muss er sagen, ich will das Geschäft gefährden. Das macht man. So ist er. Also Transparenz an der Stelle. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick gewähren. Wir sind jetzt nicht zu allem gekommen. Wir hätten gerne noch ein bisschen drüber gesprochen, was wir auch selber mit uns machen, auch HR für HR, dass wir selber rausgehen. Ja, jeder war bei Google, wir auch. Aber eben auch zu anderen Firmen gehen, die man nicht so kennt. HEMA, die schon irgendwie selbst gesteuert, seit 2 Jahren arbeiten. Irgendeine Programmschutzfirma in Berlin, die komplett anders arbeiten, uns Impulse zu holen. Wir fordern unsere Leute auf, sich extern zu vernetzen. Dass sie in Netzwerke reingehen, wir unterstützen das auch finanziell, um den Impulse reinzuholen und damit auch authentisch zu sein für unsere Kollegen, zu sagen, hey, wir haben eigentlich einen Business-Beitrag und bitte, es lohnt sich uns zuzuhören. Ein kleiner Appell von mir. Hierarchiefreie Organisation, er ist der Geschäftsführer, er bleibt da, aber ich bin oberes Management. Ich schaffe mich gerade hier mit Vollgas ab. Falls Sie eine Stelle haben im nächsten Jahr. Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank. Lass dich ja jetzt auf YouTube. Ja, genau. Ja, ja.